Jean-Marie Albert Botkin ist ein Meister der Körpersprache, ein Experte der Verständigung zwischen Körper und Sinne, Coach für Karriere, Charisma und Menschenkenntnis, Spezialist zum Thema Soft Skills und Körpersprache. Grandios veranschaulicht er, wie unsere schlummernden Kräfte entfaltet werden können. Er hat sein Leben lang als Fotograf und Fotokünstler gearbeitet und den Menschen in seiner ganzen Körperlichkeit kennen und verstehen gelernt. Er ist tätig als Gastprofessor an der Uni in Wien und Ulm und seit 1980 hält er internationale Vorträge und Wahrnehmungsseminare. Und interessant, mit mehr als 100 Künstlern hat er spannende Projekte realisiert, darunter Namen wie Ingmar Bergmann, Robert Atzorn, Ulrich Tukur, Katja Riemann, Marius Müller-Westernhagen, Nina Hagen und so weiter. Hier ist er. Jean-Marie Botkin. Vielen Dank, Jürgen, für diese wunderschöne Vorstellung. Und ich habe mich gefragt, wie das kommt, dass ich auf der Straße bin und 30 Meter vor mir läuft ein Jogger. Schöner, großer Mann, fein. Ich trage eine Maske. Er sieht mich, 30 Meter, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und er geht auf die Fahrbahn, läuft weiter, ungefähr 5 Meter von mir Abstand. Nach mir geht er wieder auf den Gehsteig. Boah. In der U-Bahn will ich aussteigen und die Frau zusammen mit mir an der Tür sieht mich, habe keine Maske an und springt 1,5 Meter zurück. Aber wirklich wie ein Sprung. Ich gehe einkaufen und die Menschen haben einen anderen Blick. Sie sehen anders, sie gucken anders. Und das ist das Problem schon, wie es immer gegeben hat. Es ist nicht neu. Das ist die Proximik. Die Proximik, nach dem Latein proximus, also der Nächste, untersucht und beschreibt die Signale der Individuen, die sich durch das Einnehmen einer bestimmten Distanz zueinander austauschen. Die Proximik ist ein Gebiet der Psychologie und der Kommunikationswissenschaft und sowie ein Teilbereich der Lokomotorik. Das heißt, diese Distanz hat es in verschiedenen Kulturen ganz anders gegeben und heute wird sich das nochmal ändern. Zweitens gab es früher natürlich diese Berufsstände, das hat es auch in Europa gegeben, die Militärs, die Geistlichen, die Akademiker, die Professoren, die Arbeiter, da war immer da eine Distanz. Heute kennen wir das im Business, aber interessanterweise ist, dass es auch eine Sozialphobie wird. Es gibt Menschen, die das überhaupt nicht mögen, wenn jemand so nahe kommt. Das war immer schon so. Und in meinen Seminaren kann ich mich erinnern, dass plötzlich, fass mich nicht an! Und ich war vielleicht noch mit 15 Zentimeter. Oder wie war das schön, wenn man da die Hand auf die Schulter gelegt hat? Ja? Also heute haben wir einen neuen Stress. Das nennt sich Crowding-Situation. Früher war das Territorialansprüche, die Privatsphäre, die Intimsphäre. Grenzübertretungen. Heute ist es ja ganz, ganz was Neues. Ja? Und die Berührungsängste sind natürlich ein weites, verbreitetes Phänomen. Und es gibt einen Forscher, er nennt sich Edward T. Hall und hat ein Studium gemacht über die unsichtbaren Grenzen. Wir wissen, damals. Das ist schon Ende 60er Jahre, hat er das geschrieben, 1965. Die öffentliche Zone ab 3 Meter. Die soziale Zone, schon 1,20 Meter bis zu 3 Meter. Die persönliche Zone 60 Zentimeter bis 1,20 Meter. Die Intimzone von circa 0 bis 60 Zentimeter. Und dann gibt es die psychologische Distanz. Das heißt, die mentale Ebene. Das zu gewinnen zu können. Und wir sprechen heute auch von einer Business-Distanz. Wir wissen das, das war eine Armlänge von jeder Seite. Ja, aber es ist Gott sei Dank anders. Und in der Corona haben wir das jetzt auch gesehen, dass Länder wie Italien und Spanien natürlich Probleme haben. Gut, in Amerika ist es dann in New York sehr bevölkert. Länder wie im Norden. Verstehe ich nicht mit Schweden, wie die das machen, ist ja fantastisch. Aber die Deutschen waren immer so ein bisschen kälter, ein bisschen auf Abstand zueinander. Und ich werde jetzt mal hier eine Folie zeigen, wie nah
ich in meine Seminaren gekommen bin. Und es ist natürlich dann für mich sehr, sehr schade, dass ich das nicht mehr machen kann, weil es entsteht eine neue Gewohnheit.